So, Game 2, unser Gegner wollte anfangen. Wir haben die Hand hier nicht gemeigelt, weil es eigentlich keinen guten Grund dafür gibt. Auch wenn wir kein Grün haben, ist ja kein Problem. Wir haben was fürs Early Game und die kosten eh viel Mana. Bis dahin werden wir schon was Grünes finden. Und auf alle Fälle sollten wir uns immer ein Artefakt-Removal aufheben, falls er dann sein Schwert hat. Kein Land Go? Okay. Ich denke mal, sein Deck ist der Prototyp des Decks, das gegen unseres wirklich aber mal absolut keine Chance hat. Weil im Endeffekt die einzige Möglichkeit, wie er gewinnen kann, ist, wenn er wirklich uns ein paar Kemba Skyguards hinlegt und damit schnell genug ist, dass er verhindern kann, dass wir irgendwie die mit dem Ogre wegschießen oder. Oh, schade. Oder doch trotzdem wieder zu viel Leben mit den Marauders bekommen und so. Aber wenn ein Spiel einigermaßen normal verläuft, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie er hier gewinnen soll. Beatdown. Jo, gut, passiert. So, schauen wir mal, ob wir den zweiten noch dadurch ziehen. Nein. So, die Frage ist jetzt, ist es uns lieber, es gleich zu shattern, damit er zwei Schaden mehr nimmt? Oder warten wir lieber, bis er seinen Turn darauf verwendet hat? Und ich denke mal, die Antwort ist eindeutig, wir warten, bis er in seinem Zug extra dafür Mana ausgegeben hat. Und er wird weinen. Ich denke mal, es ist besser jetzt den Ogre zu legen, weil den Tyrannax kann er eh Jump blocken und der Ogre kann dann einfach die Jump Blocker mit dem Vesprung schon mal wegschießen und dann haben wir, falls wir es brauchen sollten, auch noch Shatter Mana offen. Aber ich meine, es kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich, wenn ich den Ogre hinlege, von ihm eine Concession bekomme. Vermutlich. Der Scout ist jetzt für das Molder Beast. Ach, er kann ja das Schwert nochmal zurückholen. Er weiß ja noch nicht, wie hoffnungslos seine Situation ist, stimmt. Auch wenn es jetzt überhaupt nichts bringt, wenn ich Trample Damage einigermaßen richtig verstehe, bringt es ja überhaupt nichts, mit dem Scout zu Jump blocken. Aber er hätte sich sein Schwert ja sowieso zurückgeholt. Aber selbst ohne das Shatter ist seine Situation ja schon ziemlich aussichtslos, weil er erstmal den Ogre handeln muss, weil sonst schießt der einfach den Warder um und ich habe wieder das Silver Replica und damit einfach das Schwert. Ja, genau. Gut, wir sehen uns dann in 3 Viertelstunde für Runde 2. Bis dann.